zeige ich euch, wie man leckere Nackenkotelett mit gebackenen Kartoffeln zubereitet. Ist wirklich kinderleicht, kommt noch ein bisschen näher, zeige ich euch das. Wie fast bei jedem Rezept fangen wir an mit dem Pieper. Wir nehmen einfach den Pieper, wir haben hier zwei Knöpfe, links und rechts, und drücken irgendwo drauf, ist egal wo. Dann dreht sich hier so ein Kreis. Bei der Le Reginio haben wir vom Menü her Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5 und Stufe 6. Die letzte Stufe ist Stufe A, Automatik. Dann bereitet er alles für euch zu und achtet selber drauf. Diesen Pfeil tun wir einfach oben aufs Fleischsymbol drauf und drehen ihn einmal rum und bleiben oben wieder beim Kotelett stehen. Jetzt sieht man hier das Kotelett und hier fängt es an blau zu blinken. Das heißt, ab diesem Moment übernimmt er und heizt die Pfanne auf, damit es nachher perfekt ist zum Braten. Wenn die Pfanne heiß genug ist, schaltet er sie ab, damit ihr nicht überhitzen könnt. Das dauert jetzt 1-2 Minuten und danach fangen wir an zu braten. So, die Pfanne ist heiß genug, hat sich ausgeschaltet, je nach Vigenio. Ich schalte jetzt wieder zurück auf Stufe 6. Ja, das ist so die perfekte Temperatur zum Braten, dann perfekte Stufe. Tu den Pieper zur Seite, Decke seitlich rein. Jetzt habe ich hier zwei Nackenkotelett. Die habe ich vorher ein bisschen gesalzen, ein bisschen gepfeffert. Wieder komplett ohne Fett in die Pfanne rein. Schön andrücken. Andere Stück auch. So, andrücken. Hier wieder der Vorteil, mit der Gabel könnt ihr ruhig reingehen in die Pfanne, überhaupt kein Problem, keine Beschichtung, keine krebserregenden Stoffe und die Pfanne geht nicht kaputt. Und es spritzt nichts, es bleibt wirklich alles schön sauber in der Küche, du brauchst nachher nicht die Herdplatte sauber machen oder die absolute Zauberwurst zu wischen. Zieht sich einfach selber ein bisschen Saft aus dem Fleisch und brät dann aus dem eigenen Saft aus dem Fleisch. Was für ein Fleisch ihr nehmt, ist völlig egal, ob das Hähnchen, ob das Schwein, ob das Rind ist, das funktioniert immer wunderbar. Ne? Und man riecht es schon richtig schön nach dem Kotelett jetzt. Und wenn man mit Fett dreht, riecht es normalerweise immer hat man so eine schöne Fettfahne im Endeffekt in der Küche. So, wenn du hier jetzt einmal nochmal rüberkommst, dir das nochmal anguckst, klebt das Fleisch am Boden fest. Das ist ganz, ganz normal. Sobald es unten goldbraun ist, lässt es von alleine los und dann kannst du es ganz leicht umdrehen. Man sollte es kurz eine Minute von jeder Seite anbraten und liegen lassen ruhig. Hier sieht man, der zieht sich schon selber ein bisschen Fett raus, spritzt immer noch nichts, bleibt immer alles schön sauber. So. Schön goldbraun angebraten. Den auf der anderen Seite. Nehmen das Kotelett auf. Schön goldbraun angebraten. Auf der anderen Seite. Jetzt nehmen wir uns ein paar Zwiebeln. Hier. Tu die seitlich mit rein. Für die Soße nachher. So, mit den Zwiebeln genauso. Kein Fett rein, gar nichts. Die braten einfach richtig schön an, werden nachher goldbraun, backen nicht an, kleben nicht an, gar nichts, brennen nicht an, viel weniger Kalorien und nachher lecker. Jetzt nehme ich noch ein paar Kartoffeln dazu. Kartoffeln tue ich oben rauf. Komplett ohne Wasser, einfach Kartoffeln mit rein. So, das Ganze ein bisschen verteilen. Bisschen Pfeffer und salzen das Ganze. Und jetzt werden wir die Kartoffeln nicht nur normal garen, sondern ich möchte was Besonderes machen, ich möchte sie backen. Das könnt ihr direkt mit eurer Navigenio machen, braucht nicht den Backofen dafür benutzen. Einfach den Deckel nehmen, hinstellen, den Bräter 3,5 Liter in den Deckel reinstellen und die Navigenio über Kopf auf den Kopf draufsetzen. Die piept jetzt, das ist eine Kindersicherung. Sobald die mehr als 30 Grad Schräglage hat, schaltet die sich automatisch aus. Wie kriege ich sie wieder an? Das ist ganz einfach. Das Rädchen, das Menürädchen, einfach einmal drehen. Zack, ist sie sofort wieder an. Wir können wieder unseren Pieper nehmen. Ich drücke einmal irgendwo drauf, fängt sich an, einen Kreis zu drehen. Wenn ich nochmal drauf drücke, habe ich hier 10 Minuten stehen. Ich gehe runter auf 6 Minuten und das reicht vollkommen für
Fleisch mit Kartoffeln. In der Zeit könnt ihr machen, was ihr wollt. Der macht das alles komplett selber und wenn die 6 Minuten abgelaufen sind, schaltet er sich auch aus, sodass ihr nicht die ganze Zeit dabei stehen müsst und darauf achten müsst. Ja? Also macht, was ihr wollt in der Zeit. Gut, dann warten wir diesen kurzen Moment. So, 0 Minuten, Zeit ist abgelaufen, Navigenio blinkt rot, das heißt, sie ist aus komplett. Ne? Ab diesem Moment verbraucht sie keinen Strom mehr. Könnt ihr ruhig aus der Steckdose rausziehen, wenn ihr wollt, oder einfach stehen lassen. Den Pieper kriegt ihr aus, damit er nicht weiter piept, indem ihr beide Knöpfe gleichzeitig hier drückt. Dann ist der Pieper auch aus. Der würde auch nur ein paar Mal piepen, nach einer Zeit geht er dann von alleine aus. So, die Kartoffeln sind jetzt schön goldbraun, aber die sollten noch ein bisschen nachgaren. Also man sollte das so ein paar Minuten, so bis zu 10 Minuten stehen lassen, damit die Kartoffeln innen drin auch richtig schön weich sind. Und dann ist es komplett fertig. Verbraucht ungefähr 21 mal weniger Strom als Backofen, wenn ihr das so zubereitet. Ne? Vom Geschmack her wieder richtig, richtig geil. Gut, gucken wir uns gleich an. So, die Zeit ist ungefähr abgelaufen. Jetzt mache ich einmal die Navigenio hoch. Gucken wir uns mal an. Aha, lecker. Goldgelb. Schön Soße auch drin. Ein komplettes Gericht fertig. Wer die Kartoffeln noch ein bisschen mehr gebacken mag, der macht einfach 1-2 Minuten länger. Und dann sind die noch ein bisschen brauner. Ne? Guten Appetit!